Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist die Mathilde, die gerade schwebt. Hallöchen. Ja, ich stelle jetzt nämlich einen Aufzug her. Hurra, oh. Entschuldigung, da wollte ich nicht hin. Und ich hoffe, ich kann ihn da aufstellen, wo ich ihn aufstellen möchte. Ansonsten, ich könnte ihn auch hier hochbauen. Ja, da ist noch Platz. Ja, das ist gut, das ist gut. Gut. Dann stell mal hin. Ja, der ist noch nicht fertig. Oh, ich dachte, du wolltest den jetzt zur Aufnahmebeginn quasi schon hinstellen. Nee, ich muss den ja erst noch machen. Aber der ist fast fertig. Dada. Also, Ressourcen oder so brauchst du nicht mehr dafür, ja? Nee, der ist jetzt gleich fertig. Jetzt ist er fertig. Hurra, er ist fertig. Oh cool, ich kann da drauf klettern. Faszinierend, ist das nicht heiß? Nein. Oh, Ja. Okay. Wenn ich den nur von außen bauen, das wäre blöd. Dann muss ich ja erst noch Dings bauen. Ja, guck mal nach, wie du ihn baust. Ich guck mal, wie es unseren Sklaven geht. Ich glaube, ich muss erst hier die Fundamente um zu erweitern. Das Doofe ist, dass es genau da unsere Dingens sind. Dingens? Unsere Fensterchen. Das ist genau da, wo unsere Fensterchen sind. Oh, genau da, wo unsere Fensterchen sind. Also, das heißt, ich muss erst eine Verschalung für den Aufzug bauen. Ach, das wird dann doch ein längeres Thema. Ja, anscheinend. Was macht denn der Heinrich mit dem angebrochenen Tag? Ich weiß nicht, aber was wir auf jeden Fall machen wollen, ich, Mathilde, möchte einen Zuchtmeister. Ein Zuchtmeister? Jo, es wird Zeit, dass hier Zucht und Ordnung mal reinkommt. Nee, du nicht. Bist denn... Du müsstest doch Horst gewesen sein, ne? Ich weiß sogar nicht mehr, wie ihr alle hießt. Dann gehe ich da mal in diese Höhle, wo wir mal waren. Mach mal. Nimm Horst mit. Horst hat einen Knüppel. So, folge mir, Horst. Ich hoffe, das klappt doch so, wie ich es mir vorstelle hier. Und ich hoffe, ich habe mir die Höhle gemerkt. War einfach hier irgendwo hoch. Genau, Schlucht des Sünders war das, ne? Höhle des Sünders. Ja, oder sowas. Irgendwas des Sünders. Nachts ist ganz schön windig. So. Testen wir mal, ob ich den Aufzug da hinstellen kann, bevor ich hier noch weitere Dinger baue. Ich möchte natürlich, dass wir den Aufzug benutzen können, ohne dass wir unser Haus hier verlassen. Ja, so ein Aufzug ist schon echt wichtig. Wieso kann ich ihn hier unten nicht hinstellen? Ein Stockwerk drüber kann ich ihn hinstellen. Ich gehe erstmal nach ganz oben. Es kann natürlich echt sein, dass ich für jede einzelne Etage jetzt einen Einzelaufzug. Verschwinde. Ich will dich nicht sehen. Heidi ho! Oh, der ist... Alter! Alter. Okay, hier ist jetzt ein Aufzug. Okay, ich bin... Ihr seid des Todes! Okay. Anscheinend muss ich den echt in jeder Etage irgendwie positionieren. Entschuldigung, Horst. Das wird noch eine spannende Sache mit diesem Aufzug. Ja, ich merke, darum mache ich gerade mal was anderes. Aber ich konnte schon den Reisefortschritt mit einem Aufzugfahren abkaspern, indem ich mich einfach nur draufgestellt habe. Echt?
ja, draufgestellt und E gedrückt und das hat gereicht, dass das Bild mit einem Aufzug fahren. Aber ich möchte, dass der auch funktioniert. Mach ich dann später auch mal. Was ist denn das Leckeres? Gesalzene Beeren sind doch bestimmt lecker. Jetzt brauche ich da natürlich mehr Eisen dran. Scheiße, wir brauchen ja Licht. Hast du kein Licht mitgenommen? Doch. Aber der Schwefel zeigt mir schon an, wo es lang geht. Na, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Oh, das war daneben. Gucken wir mal, ob ich jetzt den zweiten Aufzug da hinkriege. Ach, ist das spannend. Ich glaube, ich reiß hier die Dinger nochmal an. Und ich lock einfach mal einen an. Hallo? So, ja, könnte es tatsächlich was werden. Nein, Horst! Lauf doch nicht einfach dahin, Horst! Okay, der hat einen Bogen, der ist tot. Hä? Was ist jetzt auf dem Weg? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was der andere war. Zimmermann Stufe 1 braucht man nicht. Auch der Zimmermann ist des Todes. Ein Bogenschütze. Jetzt habe ich gar nicht mehr aufgepasst. Die Typen mit den Leuchtennamen, waren die cool oder waren die nicht cool? Die Named waren eigentlich, soweit ich weiß, cool. Gut, hätte ich die nochmal mitnehmen genommen. Naja. Jetzt ist er des Todes. Halt mal kurz. Außergewöhnlicher Jagdbogen. Hm. Wehe, du nimmst den. Wir nehmen den mal besser nicht. Ich stelle mich, glaube ich, ganz schön blöd an mit diesem dämlichen Aufzug. Hast du es jetzt verstanden, oder? Hier ist auch nichts. Ja, ich hab's verstanden. Okay, war bestimmt ganz einfach, oder? Ja, natürlich war es total einfach. Und jetzt habe ich zwei Aufzüge für umsonst gebaut, aber die kann man bestimmt irgendwann nochmal benutzen. Also ich muss nur mitfahren, ich musste nicht bauen. Horst! Horst! Ich komme mir gerade ein bisschen dumm vor. Ach, es ist halt so, wenn man es nicht weiß, mein Gott. Kommst du? Jetzt stelle ich nochmal neu auf. Vielleicht hängst du da einfach fest. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die, was? Das ist eine Kollision? Hä? Ach, wenn ich weitergehe, kommt er bestimmt nach. Ja. Jetzt bin ich nur gespannt, ob man auch einen Zwischenhalt einrichten kann. So, Horst, wir wollen nicht alle anlocken. Aber ich glaube, das wird nicht anders laufen. Stopp, 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 stopp. Der betet? Ah, schade. Der geht leider... Man kann keine Zwischenstopps einbauen. Attacke, Horst. Hol sie dir. Koch? Braucht man Koch? Ich wieder ein Fenster. Okay, Koch braucht man nicht mehr. Schmelzer. Schmelzer braucht man noch, oder? Schmelzer können wir gebrauchen. Gut, habe ich. Aber nur Stufe 1. Ja, besser als Stufe 1.
Dafür gibt es jetzt hier keine Tänzer. So, Hammer. Tänzer haben wir ja auch schon einige. Ja, für die Disco brauchen wir auch ein paar. Ja, aber es gibt erstmal Dinge, die sind wichtiger als Tänzer. Ja. Alter, wer stört mich hier beim Herzen auseinandernehmen? Finde ich voll uncool. So, Herz habe ich. Nehmen wir ein bisschen Schwefel mit. Genau, so mache ich das. Da kann man hier so ein bisschen raus. Achso, da sind noch Gegner. Verdammt. Oh, was wollen wir die auch nochmal schnell killen? Das gibt nochmal Herzen. Ach komm, versuchen wir es einfach. Drei Leute. Pff. Wir sind He-Man. Da ist ein Koch. Ah, wenn man anvisiert. Warum sehe ich das hier nicht? Das ist noch ein Schmelzer, Stufe 1. Ach, die töten wir. Headshots. Wo sind vier? Kroms gewissenhafter Gehafte. Was ist das denn für einer? Was ist ein Koch? Hat man einen Koch? Brauchen wir einen Koch? Erst guck doch erstmal, was wir sonst noch brauchen, was wir noch nicht haben. Okay. Hat sich so eben erledigt. Oh, aber die Kleidung und der war auch eigentlich ganz cool aus. Denn her? Stirb doch mal. Was muss ich hier noch? Das Dach. So, Peitsche. Nee, das bist du nicht, du. Wo ist jetzt der Schmelzer? Schmelzi? Schmelzi. So, folge mir. Schmelzi. Los, Horst. Hier ist noch keiner gespawnt. Schnell durch. Schnell durch. Hier liegen sie noch in Stücke. Wenn du was essen willst, nimm's mit. Wobei hier. Das kann man nochmal schnell mitnehmen. Draußen sind sie bestimmt schon gespawnt, die Schweine. Nö, noch tot. Fantastisch. Hey, lag noch? Habe ich dich noch nicht mitgenommen? Haha, ich verliere kein Herz. Haha. Gab es nicht früher immer so Aktion Sorgenkind oder sowas, wo in der Bildzeitung immer so Herzenaufkleber waren? Ja. Sowas könnte ich hier auch gebrauchen. Auch mehr Herzen. Ja. Ich hätte aber langsam mal so gern so einen namhaften. Der Krom-Typ, den ich da gesehen habe, sah ganz cool aus. War auch ganz schön cool flink.
ich bin hier gerade am überlegen, wie ich das mit dem Strohdach kriege. Was war mit dem Strohdach? Ja, wie ich das Strohdach schön hinkriege. Ja, wir haben einfach drauf losgebaut, ohne Plan. Wir kriegen hier gar nichts schön. Ich will es aber schön. Also mach's doch schön. Mach doch mal. Sieht ja aus hier. Ich bin dabei. So, dann stecken wir dich da mal gleich rein. Ah, wir könnten hier ja 3 Schmelzöfen. Das heißt, wir könnten ja 3 Schmelzer gebrauchen. Okay. Schlauer Kerl. Ab und zu habe ich noch meine hellen Momente. So. Robert, magst du Fleisch? Ja, yam yam Fleisch für Robert. Oh, ich habe 2 Goldbarren gekriegt. Nett. Ich bin reich und ich brauche diese Steinaxt nicht. Witzig. Horst, ich glaube, du hast dir eine neue Rüstung verdient. Nee, die ist besser. Oh nee, Horst, das trägst du nicht. Diese Billighose. Ah, ich brauche Äste. Nicht genug Platz im Inventar. Hallo. Ach komm, vom Design her. Die hält zwar mehr aus, aber... Kriegst du ein schönes Oberteilchen? Willst du mitfahren? Ich rede gerade, ich kleide Horst neu ein. Ich mache aus Horst einen neuen Mensch. Na gut, dann fahre ich mit. Jetzt sehe ich auf jeden Fall, das ist Horst. Na, das ist schon mal ganz wichtig. So. Du siehst aus wie ein neuer Mensch. Fantastisch. Du kriegst noch Stiefel, Horst. Ich kann... Hier sind noch schöne Stiefel. Die sind zwar ein bisschen kaputt, aber... Rüstungswert 3. 13, können wir das reparieren? Nein, habe ich das Wissen nicht. Brauchen wir auch nicht. Und die heben wir nochmal auf. Aber du kriegst die erstmal. Vielleicht finden wir bei irgendwelchen Leichen was Besseres. Braucht kein Mensch. Scheiß Sandalen. Yes. Mittelschwere Kappe kriegst du nicht. Aber ich finde, diese Masken sollen eindeutig symbolisieren, dass es Sklaven sind. Ich will so eine Armee von diesen Masken haben. So, Dachumbau beendet. Sieht das Dach hier oben wieder vernünftig aus? Das heißt doch bestimmt... Ich bin wieder runtergefahren. Das soll ich mir bestimmt angucken. Nein, natürlich. Du musst ja auch mit dem Aufzug fahren. Horst und ich sind auch ein bisschen schüchtern, was den Aufzug betrifft. Soll ich mit euch fahren? Oder nur mit dir? Vielleicht bleibt er ja stecken. Na. Oh, bis gleich, Horst. Oh, es gibt mehrere Etagen. Ja, aber leider kann man keinen Zwischenstopp machen. Das wollte ich gerade fragen, was ist, wenn ich hier bei der mittleren, aber es passt. Dann läufst du einfach raus. Ich muss ja gerade mal hier ein bisschen steigen. Aber ich dachte mir, so kommen wir wenigstens auf unseren Dachboden auch inmitten eines Sturms. Ja. Ganz bequem. Hallo Horst. Ja, der ist verlinkt, der kann auch einfach mal vorbeigehen. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen Gewürze, Farben, ein paar Herzchen. So, dann weiß ich, haben wir noch den Platz, dass wir nochmal in die Höhle des Sünders gehen? Ein Sklaven können wir mitnehmen. Okay.
Einer geht noch. Einer geht noch rein. Genau, und ich schmeiß die erstmal rein. Hoffentlich halten sich die 15 Minuten. Ah, das ist mir ein bisschen zu knapp. Dann nehme ich mir nochmal einen Knüppel mit. Dann können wir nochmal gucken, was war da noch Schönes. Ja, ich brauche noch einen Moment, ganz kleinen Moment. Ich wollte noch alles zwei gut. Masken basteln. Oh, eine Käfersuppe ist fertig. Oh, ich hab dir doch Spieße ge- Doch, 20 Käferkebabs haben wir. Ich pack das fertige Essen mal unten in den Tiertruhe. So viel Krempel. Weiß auch gar nicht, warum ich immer so viel Kram mitnehme. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann auch nicht aufhören, diesen ganzen Kram mitzunehmen. Ist halt ein richtiges Messi-Spiel. Man kann alles irgendwie gebrauchen. Das ist schrecklich. Aber sowas liebe ich eigentlich auch. Oh, Kerzen. Oh, ich hier ein bisschen Gewürze und Salze rein. Oh, Gewürz ist super. Oh, Helmpolsterung. Ich muss nur schnell noch die Herzen verarbeiten, damit die nicht so schlecht werden. Geht's denn den kleinen Carsten? Okay. Carsten braucht noch? Carsten braucht noch. So. Manni braucht auch noch. Zwei Stück. Und Battle Cat braucht auch noch. Battle Cat. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das ja. Ich weiß leider nur noch, wie dieser dämliche Tiger in der verwandelten Form hieß, nämlich Battle. Wie hieß Prinz Adams Tiger, also in der nicht verwandelten Form? Klar, ich könnte Google fragen, aber ich find's cooler, wenn ihr mir das sagt. Du bist einfach zu faul zum Googlen, ey. Das gibt's nicht. Aber ja. Also jetzt wäre ich bereit. Ja, warte, ich muss ja jetzt noch kurz was abladen. Wir haben schon zwei Goldbarren. Ja, habe ich da mal einfach reingesteckt. So, Horst. Nee, aus den Goldnuggets sind schon... Ach, du hast einen Barren gefunden. Ich dachte, du hättest die Nuggets gefunden. Ja, ich wusste nicht, wohin. Ich habe es erstmal da reingeballert. Und dann kann ich vielleicht auch wieder ein bisschen was segnen. Ich habe schon lange nichts mehr gesegnet. Ja, wir haben jetzt wirklich, glaube ich, nur Platz für einen, ne? Mhm. Also, einen Schmelzer könnte man auch gebrauchen und... Ich will den Zuchtmeister! Oder einen Zuchtmeister. Horst? Hä? Gerade war er noch hinter dir. Ach, Horst taucht schon auf. Ich sehe dich jetzt irgendwie auch nicht. Du siehst mich nicht? Ich sehe dich, aber... Du gehst irgendwie gerade auf... Ich hab... Ah. Bam, bam, ich wollte gerade sagen, bam, ich habe das bam, Gefühl, bam, dass bam, der bam, Server mal bam, wieder bam, abgekackt bam, ist. Bam, bam. Ja. Wir machen erstmal einen Break. Machen wir einen Break. Ist denn die Aufnahme lang genug? Nee, ein bisschen müssen wir noch. Ein bisschen müssen wir noch. Ja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Höhle rein. Okay, sobald der Server wieder da ist. Genau, also bis gleich. Da sind wir wieder. Server ist neu gestartet, aber der Horst ist, glaube ich, doch noch zu Hause geblieben. Na gut. Ah, ich glaube, ich habe ihn gerade aufblitzen sehen, der ist bestimmt gleich da. Ja, wenn nicht, schaffen wir das schon alleine. Ich muss nur mal eine... Ja, ich würde sagen, wir knüppeln erstmal alles nieder, damit wir in Ruhe gucken, was wir so haben. Vorausgesetzt, rauskommt. Wieso habe ich eigentlich nicht Pedda mitgenommen? Na egal. Du hast Pedda mitgenommen? Nein, wieso habe ich Pedda eigentlich nicht mitgenommen, sagte ich gerade. Ja, wir sind ja schon rausgelaufen, nachdem der Server da war und haben nicht dran gedacht. Ich auch nicht. Ja. Aber ich glaube, das wird eine Folge. Das wird jetzt ohne Horst weitergehen. Na gut. Na gut, dann nur wir zwei, wie früher. Ohne KI. Wie romantisch. Ja, richtig.
bitte nicht so viel Begeisterung in der Stimme, wenn wir einen romantischen Ausflug zu zweit machen in die Höhle des Sünders. Ja. Heinrich? Ich fühle mich so nackt ohne Horst. Ich geb dir gleich nackt. Achso, die sind noch gar nicht gespawnt. Oh, doch. Ist da gerade ein Fels runtergefallen? Ja, das tut er immer. So, hier ist ein Verbannter. Aber was ist das denn? Der wabert so komisch. Der bewegt sich, der Fels. Ich der weiß nicht, was für ein Problem du jetzt hast mit dem Fels. Shit. So, welcher Fels wabert? Warte, der Fels, der runtergefallen ist, der hier. Bei mir bewegt er sich weiter und versinkt langsam im Erdboden. Korrekt, das ist bei mir auch. Aber der fällt wirklich hier jedes Mal runter, das ist... Hey! Mathilde will auch segnen. Nein, sie wollen zu Seth. Nein, sie wollen zu Mitra. Nein. Doch. Nein. Doch. Bau lieber ein bisschen Schwefel ab, Heinz. Nein, das können wir auf dem Rückweg machen. Locken wir einen anderen, oder ich mach das, warte mal. Oh. Hä? Treff ja gar nicht. Sind schon angelockt, da kommen schon drei. Roch. Roch. Tänzer. Babanta. Bogenschütze. Herzen. Herzen. I love you. Tänzer. Segnen. Wo unten war noch einer. Hast du den gesegnet? Oh. Ja, kannst du segnen. Ich nehme erstmal den da oben weg. Da oben ist auch noch einer. Jetzt nicht mehr. Hier sind nur noch seine Füße. Er ist doch gerade runtergefallen. Hast du seine Füße? Ja, die Füße sind noch hier oben. Hast du seine Füße gesegnet? Gott, das geht. Ja, ich habe seine Füße gesegnet. So, segne seine Füße. Oh. Mathilde, die Fußsegnerin. Jetzt neu. Ja, den anderen hast du auch gesegnet hier? Nee, ich wollte erst da den oben segnen, also die Füße. Jetzt lasse ich dir schon die Leute liegen und du segnest jetzt, sie jetzt nicht. Jetzt ist sie gesegnet. Jetzt ist sie gesegnet. So, hallo. Hallo. Nicht alle auf einmal. Okay, da kommt. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was seid ihr denn? Zimmermann und Schmied, beides Level 1. Braucht man nicht, oder? Nö. Haben wir einen Schmied? Warte mal. Ja. Okay. Jetzt habe ich extra noch abgewartet, bis er mich haut. Verdammt, ich habe einen Trank genommen. Verdammt, das wollte ich nicht. Ich wollte nur sein Herz. So, was bist du? Na? Na komm schon, was bist du? Verbannter Kämpfer. Ach. Kämpfer, zwei Bogenschützen. Die hat ja gar nichts an. Boah, es kommt vor. Es lenkt mich ab. Oh, links kommen noch welche. Warte. Tänzer, was hast du? Tänzer. Beides Tänzer. Hm. Obwohl, ich hätte mal einen ausnocken sollen. Weil jetzt haben wir nur noch drei Stück und wenn das auch alles nur Mist ist. Machen wir jetzt halt den Rest aus. Jetzt müssen wir nochmal in den Brumrum-Tempel. Was haben wir da? Was bist du?
Kämpfer, Fortschritt Level 1. Warte mal, hier gibt's irgendeinen. Und hier die Stimme von Azura. Stimme von Azur. Den will ich haben. Warte, ich mach erstmal diesen einen Typ tot. Der geht mir tierisch auf den Sack. So. Der andere geht mir auch auf den Sack. Wow. So. Ja, der braucht ein bisschen länger, glaube ich, der Junge. Aua. Bleib doch mal stehen, du Horst. Ich glaube, ich muss mal was trinken, sonst hat der mich gleich. Ja, mich hat er auch gleich. Jetzt hätte man Horst gebrauchen können. Der hat mich gleich. Oh, der hat mich gleich. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll. Der mag mich nicht. Der interessiert sich nicht für mich. Ja, aber für mich ist er gleich tot. So, jetzt interessiert er sich wieder für mich. Du kannst was essen. Vielen Dank. Aber wir hauen ihn irgendwie nicht runter, kann das sein? Doch, der ist schon zur Hälfte. Ah, oh, aua, der hat mein Oberteil kaputt gemacht. Aua! Ah, ich treffe ihn nicht mit diesem scheiß Knüppel. Aua! Hilfe! Bleib stehen, du Saftsack! Ups. Alter, jetzt! Bei Grom! Und He-Man! Fall doch mal, du Klack! Bautermann! Warum häng ich hier fest? Boah! Endlich! Das war nicht leicht! Nee, der hat mir mein Oberteil kaputt gemacht. Ich musste eine Zeit lang barbusig kämpfen. Hast du ihn mitgenommen? Nee, der liegt da. Ich hab kein Seil mit. Ja, weil der ist gerade verschwunden. Ja, der liegt hier unten. Irgendwie so ganz doof. Alter, wenn du jetzt da irgendwie reingeglitscht bist, ne? Du. Klapp. Ich hab ihn gerade gehabt. Ich hab ihn gerade gehabt. Wo bist du? Nee, nimm mal vier, Junge. Dann wird das was. So. Hast du ihn? Zieh ihn raus. So ein Arschloch. So. Jetzt ist Schwefeltime angebrochen. Ja, geh du mal vor, ich nehme den Schwefel. Okay. Ich glaube, Schwefel hacken kann ich auch, oder? Ich helfe dir mal ein bisschen beim Schwefel. Oh, ich kann Schwefel und ihn halten, das passt. Können wir uns beeilen, bevor sie neu spawnen. Hast du auch noch mal ein paar gesegnet? Ja, mache ich gleich. Ich bin gerade hier am Schwefeln. Okay. So ein bisschen Salz ist auch immer nett. Jo. So, neue Mitarbeiter rekrutiert. Hier liegt auch noch einer. Ich weiß nicht, ob der gesegnet wurde oder zerstückelt wurde von uns. Hm? Ich bin gerade irgendwas zerhackt und... Hä? Das war ja gerade cool. Was denn? Ich habe Schwefel zerhackt und da lag wohl ein Tier oder so. Ich habe auf jeden Fall Tierhäute gekriegt. Das kann auch ein Mensch gewesen sein. Ach so. Den habe ich nicht gesehen in dieser Dunkelheit. So. Menschen kannst du auch heute. Draußen ist noch keine Wache. Ich renn mal raus. Ja,
Ja, Schwefel ist auch leer. Mission complete. Haben einen namhaften. Oh, ich sehe gerade als Reiseziel, dich selbst mit Kriegsbemalung schmücken. Hey! Das ist meiner! Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist schon angemalt. Was denn? Nimm den lieber schnell mit, der ist fast tot. Der Typ hier? Jaha. Dann lauf vor und töte alles, was mich angreift. Okay. Ich eile. Ja, ich eile auch neben dir. Nicht, dass er verblutet. Nee, er heilt sich schon wieder, alles gut. Er hat nur, glaube ich, ein, zwei Klopper mit einem Schwert. Na, das kann sein. Dabei ist er fast gestorben. Tod dem Kroko! Das ist grob. Wieder kein Zuchtmeister, Manu. Ich will ein Zuchtmeister. So, der ist jetzt auch drin. Na, unsere Tänzerin ist auch erst zur Hälfte fertig. Ich glaube, wir brauchen mal wieder so Schleimsuppe irgendwie. Ja? Hm. Aber das können wir später machen. Gut, ich glaube, wir machen mal einen Break. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Peter, nee, Horst hat sie auf jeden Fall gefallen. Folge mir, du. Ja, dann hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.